Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, die letzten Fischstäbchen gemacht, die wir noch machen konnten. Aber ich bin mir nicht sicher, deswegen gucke ich noch mal kurz nach. Ja, haben wir gemacht, okay. Dann hatten wir, glaube ich, noch einen Kupfertrank hier unten ausstehend. Ich komme hier gar nicht rum. Genau. Ja, den Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht zu machen. Ach so, doch. Dann können wir mal kurz gucken. Schweinebraten. Den brauche ich für Wesley. Ofen. Ofen sieht gut aus. Schweinebraten. Natürlich. Äpfel können wir ja immer noch nicht holen. Und Schweinefleisch. Ist logisch, dass man es dafür braucht für einen Schweinebraten. Haben wir aber nicht. Das können wir aber theoretisch kaufen. Das habe ich, glaube ich, schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es vom Schwein war. Zitronen können wir einsammeln. Sehr schön. Yay, wir haben 4 Zitronen. Okay, Kitty, bevor ich dich vergesse. Komm her. Oh, look at the head scratches. Die will die nicht von links streicheln. Ne? Egal, was ich mache, die will die nicht von links streicheln. Na gut, wir kümmern uns erst einmal um unser Vieh sozusagen, um unsere Hühner. Wo wir auch nochmal 10 neue holen sollten, also zu fressen. Kommt das andere schon total eifersüchtig hier an, weil ich mit dem anderen mit dem anderen Huhn hier am Kuscheln bin, so. Ist doch gut. Ich kann dich doch auch kuscheln. Ist alles gut. So, ich muss aber zwischendurch auch mal eben... Ja, jetzt kommen sie alle an hier. Dann komm her. Das ist ja wie in Hogwarts. Da stürmen die Tiere auch auf mich zu, wenn sie mich schon länger nicht mehr gesehen haben. Ah, da ist sie wieder. Die werden zwar gefüttert, aber die wollen dann alle ihre Streicheleinheiten haben. Was natürlich ganz gut ist, weil dann kriege ich immer Federn und... Keine Ahnung, Schuppen, was weiß ich was. Also irgendein Zeugs. Damit ich dann wieder irgendwas machen kann. Was herstellen kann. So, dann haben wir euch schon mal durch. Hallöchen, Mudikuh. Nein, du heißt anders, ich weiß. Ich habe deinen Namen zwar gerade vergessen. Butterblume, genau, das war's. Ja, tut mir leid, dass ich deinen Namen vergessen hatte. Du siehst auch aus wie eine Butterblume, ne? So, unser schwarzes Schaf. Und das andere können wir wieder scheren. Jetzt bin ich verwirrt. Kommt das jetzt doch alle 2 Tage? Das wäre natürlich geil, weil dann können wir die abwechseln machen. Ich muss das andere scheren. Nein, lass mich raus. Ich muss es scheren. Ich muss es scheren. Gib deine Wolle. Dann können wir die Boutique eröffnen. Also wir nicht, aber Violet. Einer der ersten Namen, die ich mir damals merken konnte. Ah, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Oh, hi. Mit dir muss ich aber kurz quatschen, bevor du wieder abhaust. Weather is more than a science to me. Everything is storms, wind and sunny days in its own way. Ich weiß, da oben kann ich auch noch angeln, aber ich muss jetzt erstmal kurz gucken. So, hier muss ich mal eben gießen. Was wollte ich eigentlich hier unten gucken? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Wieso geht hier nicht rüber? Jetzt. Ah, halt, genau. Deswegen bin ich ja runtergelaufen, um zu gucken, ob hier noch irgendwo Unkraut ist. Das würden wir dann nämlich direkt reintun. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich glaube, 3 ist ungefähr das Maximum, was man eigentlich pro Tag erreichen kann. Ja, oder vielleicht auch 4. So, da ist was drin, da ist was drin. Da muss ich was reintun. Und da auch. Dann haben wir zumindest nochmal 4, die wir bekommen können. Besser als nichts, immerhin. So, hier konnten wir jetzt einmal angeln, ne? So, jetzt. Weil ich ja nebenbei dann auch so ein bisschen noch Geld verdienen möchte. Ich möchte ja noch ein neues Schaf dazu haben und, Oh, quick! Yes! Ja, ich bin mir nicht sicher. Schweinefleisch will ich eigentlich ehrlich gesagt nicht produzieren.
Schaf. Schaf war das Stichwort, genau. Wir brauchen... Können wir nicht hier auch bald? Ne, 22 Stunden noch, okay. Ja gut, ist nicht schlimm. Wir haben ja jetzt wieder was Stoff. Das heißt, wir können jetzt endlich... Wenn sie denn überhaupt da ist, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Können jetzt endlich zu Violet gehen. Ich würde auch sagen, das machen wir als allererstes. Ne, mit ihr brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Die ist jetzt meine beste Freundin, mit der brauche ich nicht mehr reden. Pff, pa. Komm, mach schneller, ich muss mit Violet reden. Thank heavens the ferry is running more often, so we can hit up the custom tailors in Milkwater. Angus said we could just buy our tuxes off the rack. No way. Thank you. I mean, we moved to the countryside, not Mars. Hallo, es wird jetzt die mega geilste Boutique eröffnet, die es hier je gegeben hat. Dann müsst ihr doch schließlich von da die Sachen holen. Our community is full of caring and clever people. That's why they voted for me. That's a little mayor humor. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, den ich auch direkt ausgesprochen habe, ohne ihn so richtig zu realisieren, muss ich sagen. Wenn sie jetzt diese Boutique hat, dann können die doch tatsächlich da reingehen und sich maßgeschneiderte Anzüge machen lassen. Das ist cool alles. Here you go, Violet. Wow, thank you so much. Come back tomorrow. I've got a surprise for you. Oh, danke schön. Eine Investition nach Strich und Faden. Warte darauf, dass Violet ihr neues Modegeschäft eröffnet. Das ist cool. If you get enough beeswax, you can make your own candles. Warum bist du eigentlich noch nicht meine beste Freundin? Ich habe ja alles dafür getan, aber ich habe die öfter mal nicht gesehen zwischendurch. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. So, wie lange will der Apfel da rechts eigentlich noch liegen? Ich meine, die haben ja immer jetzt Sommerferien, da geht doch keiner mehr hin. I love working in my garden and the feeling of soil in my hands. I just don't like it under my fingernails. Some people think of craftsmen as being all right with dirt, but I'll tell you right now, the second most important tool in my toolbox is a decent nail brush. Nee, also ich kann aus Erfahrung nur sagen, ich habe ja selber mal im Autohaus gearbeitet und ich kann aus Erfahrung nur sagen, sämtliche Industriemechaniker dort, also die, die an den Autos gearbeitet haben und wirklich mit Öl und weiß ich nicht was alles in Verbindung gekommen sind, waren ja eigentlich alle, sobald ich mich erinnern kann, waren sehr penibel damit und haben sich immer mit Bürste und mit diesen Spezialzeugs, das habe ich sogar noch hier liegen bei mir, das ist so eine Spezialpaste, haben sie sich immer die Finger sauber gemacht. Besonders die Fingernägel und so die Handkuppen und so. Otto takes issue with his pa being in the bar all the time. Not my fault if we're better company. So, jetzt darfst du dich hinsetzen. Entschuldige. Shelby, hi. Cameron's always bringing me stew. I suppose he thinks I'll convert. The poor fella. Nee, Hexen und Zauberer gehören nicht in die Kirche. Was soll man denn da? Da ist nochmal ein Fisch. Cameron, nicht weglaufen. Ich muss nur mal eben zwischendurch angeln, ja? Was haben wir denn heute? Mittwoch? Stimmt, wir müssen ja noch dringend zu der einen hin. Ah. Oh, quick! Nein, hör auf. Lass den Großen anbeißen. Wir müssen dringend zurück. Oh, yes. Genau, danke schön. Scheiß auf die, die in der Stadt sind. Ich muss dringend gucken, ob ich das da bekomme. Aber wenn ich es da jetzt nicht bekomme, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, wo ich es herkriegen soll, ne? Even with an unlimited budget, Hollywood could never recreate Fairhaven's charm. Naja, wenn die ein unbegrenztes Budget haben, dann kommen die einfach nach hier und nehmen hier auf. Also... Komm, die Großen sind im Doppelpack, so schön. Ich denke, man kann auch schneller irgendwelche Fische fangen, die was seltener sind, also die man so noch nicht hatte. Ja, da ist ein großer Bei. Wenn man die passende Tageszeit hat, das hat Shelby ja schon mal angedeutet, und wenn man dann noch einen großen Köder hat. Also so ein Köderfisch, ne?
Da denke ich mal, beißen dann eher so die selteneren Fische an. Oh, oh yeah. Oder halt die Fische, die man noch nicht hatte. Ein Karpfen. Der eingebildete Karpfen. So. Die können wir wahrscheinlich noch nicht machen, ne? Oh, doch. Oh, sehr geil. Okay. Ich hoffe inständig, dass wir das dann machen können. Ich weiß nicht, ob wir das dann bis heute... Moment, dann gehe ich aber lieber mal eben dahin. Weil dann könnte ich nämlich auf dem Weg, wenn ich wieder zurücklaufe, den Trank mal eben schnell reinmachen, sollte sie was haben. Wenn sie natürlich jetzt nichts hat, dann habe ich keine Ahnung. Nee, Moment, mit dem Bäcker habe ich schon. Also, die Freundschaft hoch. So. Wir haben auch oben noch nicht geguckt, ne? Ach, die müssen wir auch noch mal kurz annehmen, wenn wir gerade schon mal hier sind. Wir haben oben auch nicht geguckt, was wir noch einsammeln können. Das darf ich nicht vergessen, wenn ich rauskomme. Nein, lass den Großen anbeißen. Böser Fisch. Ganz böser Fisch. Jetzt aber der Große, komm. Oh, quick, got one. Dankeschön. So. Wenn die jetzt wieder... Nee, sie hat offen, okay. Er nicht, das ist aber nicht schlimm, weil es kann sein, dass er eventuell in der Stadt ist. So. Bitte sag mir, dass du das hast. It's been centuries, but I've started dreaming lately. Dreams are memories, you know? Only our minds tend to rewrite them. So. Ich kann es nicht kaufen. Nein, ich kann es nicht kaufen. Nee, das ist Rosenwasser. Vergiss mal nicht. Nein. Minze, Araune, Koriander. Besenheide, aber kein Goldlauch. Wobei, ich brauche nur einen Schwebetrank, ne? Muss ich den herstellen oder kann ich den kaufen? Bereite im Rahmen deiner Mission die Identität zu Gefahren einen Schwebetrank zu. Ja. Diese Dinge können Dinge fliegen lassen. Zum Beispiel also einen Besen. Er gibt 3 Tränke. Okay. Sprich mit dem Gesellen. Vielleicht erfährst du was. Tja. Ehrlich gesagt bin ich jetzt mega enttäuscht. Vielleicht hört man das so ein bisschen raus. Dass er das nicht, also dass sie das nicht hat, nicht verkauft. Zephyr shares her treats she gets from Fairhaven with me. Chocolate is the best thing humans have done. Der verkauft nur sein Haar. Hm. Ja, und dann natürlich auch noch deswegen, weil ich den Schwebetrank selber herstellen muss, steht ja da drin. Ich darf ihn nicht kaufen. Das ist Goldessenz, da kann ich gar nichts von machen. Das ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Not to get all gushy, but I wonder if I'm still here because I'm boring deep down inside. I guess I just like my routine. It's a good one. Ich bin am Überlegen, aber ich kann ja keinen Goldlauch selber herstellen. Das ist doch eine Pflanze. Ach, da ist schon wieder ein neuer Fisch. Wollt ihr mich denn veräppeln? Das macht mich jetzt aber auch nicht fröhlicher. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, wo ich diesen Goldlauch dann herkriegen soll. Den müsste ich dann noch theoretisch irgendwo kaufen können. Ja. Ich sehe das mal als ein Ja, weil der Fisch angebissen hat. Den müsste ich doch irgendwo dann kaufen können. Die Frage ist dann nur, wo? Hatte ich hier schon eingesammelt? Doch, ich hatte da Unkraut gesammelt, ne?
Er hat wahrscheinlich gar nichts, ne? Der hat... Er hat ja nur diese Baumwolle. Nee, die Fische ignoriere ich jetzt mal. Ich bin sogar so down jetzt gerade, dass ich überhaupt gar nicht die Fische angeln will, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil ich weiß einfach nicht, wo soll ich diesen Goldlauch jetzt herbekommen? Ich kann das nirgendwo sammeln. Ich habe keine Option mehr, wo ich irgendwas kaufen kann. Es kann höchstens sein, dass ich wirklich irgendwas übersehen habe und eigentlich bei jemand anderem noch was kaufen kann. Also bei ihm kann ich nur Wolle kaufen. Bei ihm kann ich nur Tierfutter und so kaufen. Der hat doch gar kein Schwein, sehe ich gerade, ne? I think my neighbor may be the one who keeps trying to liberate my cows. Who? Thomas? Yeah. I know they're not just escaping my fences on their own. They're the best fences, according to Modern Farmer magazine. Have you tried talking to him? Huh. Well, I guess I could give it a try. Mhm. Es könnte aber natürlich auch sein, dass das der Herr ist, dessen Fußspuren falsch rumlaufen. Den hatte ich jetzt als erstes im Verdacht von wegen Tiere freilassen. Ich glaube, da hatte ich 30, oder? Ich bin mir jetzt... Achso, so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So. Ja. Ich müsste in jedem Geschäft vielleicht nochmal nachgucken, was die verkaufen. Gut, beim Juwelier wahrscheinlich eher nicht. Hi. The best secrets become stories. So many of our legends are secrets echoed amongst time. Das hast du schön gesagt, Wesley. Ich würde dir heute auch gerne noch was geben. Fleisch kann ich noch holen, aber irgendwie das andere, was mir noch fehlt, kann ich nicht machen. Days like this make me really appreciate working inside of what's essentially a giant cooler. Nein, halt. So. Schweinefleisch, das kann ich holen. Frage ist, was war jetzt das andere? Das kann man doch hier sehen, oder? Bratpfanne. Nee, Ofen war das. Nee, das war Roast Beef. Ach, ein Apfel war das, genau. Ein Apfel. Ich kann natürlich auf den Apfel warten. Die Frage ist, kann man Äpfel auch kaufen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Verkaufst du Äpfel? Oh, kids grow so fast. Feels like yesterday I was grabbing mayonnaise to clean crayon off the wall or get gum out of Emmy's hair. Why am I just now learning mayonnaise can do all that? Oh, Tara. Mayo and vinegar will clean just about anything. And wait until you see what happens when you mix them with pepper and scallions. One of the best dressings you'll ever taste. Das wollte ich aber nicht wissen, sondern ob ich einen Apfel kaufen kann. Ja, aber nur wenn ich die weiter verbessere. Und auch nur wenn ich die zweimal verbessere, glaube ich. Weil sonst kommt erstmal das und dann kommen die anderen Sachen, glaube ich, noch dazu. Ach, das ist doch doof, ganz ehrlich. Obwohl, ich habe so viele Sachen zum Verkaufen. Warum habe ich so viel Butter? Ah, nee, Moment. Ach, das ist der Preis. Ich bin auch so doof. Was ist denn, wenn ich eine Milch verkaufe? Oh ja, das hatte ich gehofft. Ich habe 60 Eier. Krass. Ja, das wusste ich, dass das nicht so viel sein wird. Oh, dann ist es nicht mehr so viel. Butter ist schon ein bisschen mehr. Also man merkt schon, jetzt auf der Stufe geht es nicht mehr so weit hoch. Und das jetzt alles zu investieren, nur für einen Apfel, ich weiß nicht. Ich meine, die anderen Sachen kann man dann auch kaufen, klar, aber... Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht, dass sie jetzt schon zumacht, oder? Kann ich nochmal kurz bei ihm vorbei? Maybe I ought to take a vacation. I don't know where I'd go, though.
Du hast nur die Fische. Beziehungsweise ich könnte nochmal neue Köder mitnehmen. Oh Gott, jetzt sitzen die alle hier. Moment, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Dr. Syed can hang, brah. She totally fixed my shoulder, and my ankle, and my wrist. But like, those are all completely different times. Mhm. Wundern wird's mich aber ehrlich gesagt nicht. Ach, bei ihm war ich schon? Bei dir auch? Was geht denn jetzt ab? Mit dir habe ich heute Morgen gesprochen, oder? Ja, mit dir habe ich heute Morgen gesprochen. Okay. Gut. Habe ich jetzt noch Fischstäbchen gemacht? Bruno, turn me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. Also, kaufen kann ich hier nichts. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt hier dieses Steak bekomme. Nee, verkaufen habe ich auch nichts mehr. Ja. Kim's such a sweetheart. They're hiding a cuddly heart underneath the shyness. Was zur Hölle soll dieses Caesar sein? Oh Gott. Irgendwelche Fremdwörter oder was? Keine Ahnung. Können wir auch mal nochmal neue Blumen ans Grab setzen? Nee, die sind noch da. Können wir ja eigentlich gar nichts mehr machen heute, ne? Das ist ja doof. Ich meine, ich könnte theoretisch noch angeln. Damit wir wieder neues Geld bekommen. Was halt sehr blöd ist, dass ich jetzt nichts habe. Also das mit dem Apfel ist natürlich auch sehr blöd, weil ne, es ist halt nur ein Apfel. Aber das könnte sein, dass wir das in ein oder zwei Tagen eventuell noch bekommen. Dass wir das bei uns, weil wir haben ja ein Apfelbäumchen. Ich weiß halt nur nicht, wann wir das eingepflanzt haben, wie lange das jetzt braucht und so. Da ist noch was. Was mich sehr viel mehr ärgert, bin ich ganz ehrlich, ist die Sache mit dem Goldlauch. Oh yeah. Weil ich absolut keine Ahnung habe, wo ich den Goldlauch herbekomme. Wenn die das nicht hat und er hat es ja auch nicht, bei ihnen kann ich es ja auch nicht kaufen. Ich weiß es echt nicht. Das Einzige, was wir mal machen könnten, ist vielleicht nochmal nachts mit dem einen zu sprechen, ob der einen Hinweis hat. Aber wahrscheinlich wird er uns keinen Hinweis geben, wo wir das herkriegen. Oh yeah. Ich denke mal, in der Mine wird es wahrscheinlich nicht sein. Also das wäre jetzt... Könnte man jetzt theoretischerweise auch gucken, aber ich denke mal, in der Mine wird es nicht sein. Ja. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Fisch jetzt hier erstmal noch, also angel hier erstmal noch einmal. Und dann muss ich mal gucken. Ich habe keine Ahnung. Goldlauch. Ich war jetzt wirklich so darauf fixiert, dass diese Perry, glaube ich, heißt sie, dass die Elfe den Goldlauch haben wird. Weil wir den ja nicht haben. Doch richtig, dass wir den nicht haben, oder? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit am Erzählen bin und wir haben eigentlich Goldlauch. Es ist eine weiße Blume. Eine weiße Blume. Aber die habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Und da ich nicht glaube, dass wir da neue Gebiete nochmal bekommen, ist das natürlich ein bisschen blöd. Okay.
Ja, ich werde jetzt noch mal kurz in die Stadt laufen, werde jetzt noch mal eben die Fischstäbchen verkaufen. Da werde ich oben noch mal eben die Sachen einsammeln. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich noch mal wieder, wenn ich, wenn es mitten in der Nacht ist oder halt spät am Abend. Und wenn ich da noch mal versuche mit der, da muss ich hin, mit der, beziehungsweise dem, es war ja ein Er, ne? Wenn es jetzt der ist, der ich denke, dann ist es auf jeden Fall ein Er. Ich habe jetzt die Stimme nicht mehr so im Kopf. Dass ich da noch mal mit ihm spreche, mit dem Gesellen war es, glaube ich. Also Geselle würde auch dazu passen, zu dem, was ich denke. Also ich kann es ja einfach sagen, hier wie heißt der? Damon heißt der, glaube ich. Also ich denke, dass er es ist. Das Problem ist, wir müssen natürlich jetzt irgendwie diese blöde Blume bekommen, weil sonst bringt uns das nichts weiter, selbst wenn wir wüssten, das ist ja schon wieder ein neuer Fisch, selbst wenn wir wüssten, dass er es ist, bringt uns das natürlich nichts, wenn wir diesen Trank nicht herstellen können. Das heißt, ich werde oben noch mal ein bisschen sammeln, werde noch mal ein paar Stellen ablaufen, ob ich irgendwo vielleicht noch was übersehen habe oder so. Auch im Wald noch mal. Also was ich mir vorstellen könnte, dass es im Wald diese Blume gibt. Aber ich meine, in der Mine könnte es natürlich auch sein. Aber ob die in der Mine wachsen, ich weiß nicht. Das klingt für mich ein bisschen ziemlich weit hergeholt. Ja. Könnt ja noch mal eben dabei sein, während ich ausgrabe, falls wir doch noch ein Rezept bekommen sollten. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht weiter. Hier haben wir jetzt gerade keinen Haufen mehr zum Buddeln. Hier, das ist wieder dieses andere Kraut. Schwarzkümmel. Und hier gibt es nichts Weißes. Da unten ist noch was. Ja, und bei der Meteorologin... Ah, it is a recipe. Kann man nichts kaufen. Karamellpopcorn. Ja, schön. Dann wart ihr auf jeden Fall noch dabei, wenn ich das Popcorn bekommen habe. Ich sag dann schon mal, ich renne hier noch mal so ein bisschen rum und guck noch mal, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht denke, dass da sich irgendwas tut. Aber ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Und, nee... Bis zur nächsten Folge sage ich schon mal, aber wir gehen vorher noch mal kurz in den Wald gleich, da sehen wir uns wieder. Und dann gehen wir direkt ins Bett. Ciao! I know which ones who transformed into a hawk she saw gliding majestically above her. The bird knew how to fly, but she didn't. It was a mess. How's the levitation potion coming along? I need a hint. Ah, you really are a rule breaker, aren't you? I like that. How's the levitation potion coming along? Na toll. I'll bring it to you soon. Awesome. How's the levitation potion coming along? It takes a while to brew. Don't I know it? I've had plenty of practice making it myself. Das war jetzt kein besonders guter Hinweis. As we all find our way, I find it ever more important to take a moment to breathe and show gratitude when you can. The High Priestess may seem overly cautious to you, but we've lost too many members in recent years. We need every witch we have to keep the wellspring balanced. Cast any good incantation spells lately? No. Ugh. Me either. I'm not very good at them. Potions, though. I'm a killer. Been to Ravenwood Hollow lately, Farseer? I visit Wesley's shop every so often. He does have the best parchment for miles round. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.